Das dauert keine Sekunde. Das war's. Das ist vorbei. Das ist aus. Verzieh dich. Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Das Abwehrsystem! Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Eingeleitet. Mittelstreckengeschütze. Ein klarer Fall für meinen Einsatz also. Ein Baron-Spezial! Das ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Na, das kann ja heiter werden. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Vorausschauen denken. Überlegen, wo wir ankommen. Toll! Muss unser Glückstag sein. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Läppisch. Wenn du das nicht schaffst, dann... Läppisch. Hallo, hallo! Wie schmeckt dir das? Mehr ist nicht drin. Das war's dann.
2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Der scheint jetzt zu gehen. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Es ist auf. Da! Volle Konzentration. Genug. Halleke! Na gut. Das war's. Das war ein gutes Training. Als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Wo geht es hin? Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Die Steuerung für die Lüftung? Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Jetzt lass ich mich von meiner besten. Sehr gut. Abschauen! Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Also dann. Eine Beschwörermateria? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch.
Cassie und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Was soll das werden? Ein Ausflug? Ja, ich bin mal so. Keine Chance. Neuer Versuch. Und tschüss. Verdammt. Ja. Thank you.
müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Drei Strahler sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge angesprungen, Cloud. Wo treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Mako-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen! Stromversorgung wiederhergestellt. Liftelektronik wird aktiviert. Neustart abgeschlossen. Lift betriebsbereit. Auf Nimmerwiedersehen, du scheiß Metalllabyrinth! Kommen wir zum Reaktor. Was für ein schrecklicher Ort. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Mako entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Kommt zu mir. Unbefugter Zugriff.
Ausgemacht haben. Sicher macht er sich Sorgen, weil wir so lange brauchen. Irgendwie komisch, dass niemand versucht, uns aufzuhalten. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Nicht runtergucken. Gleich sind wir da. Was ist? Nichts. So langsam wird's ernst. Ich bin nervöser. Nervosität werde ich auch nie los. Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, 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 Biggs! Ich wusste, auf dich ist Verlass! Und wo sind die anderen? Biggs. Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Den engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Gut, dann legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Also, noch ein bisschen. Weiter nach links! Und zwar zack, zack! Wir brauchen mehr Licht! Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Marco, ich kann es riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los.
geht's jetzt weiter? Vielleicht hier? Oh, wie praktisch. Alter, vor Coolness. Das war steiler, als ich dachte. Du denkst zu viel. So ein Blechklotz uns angreift, sehen wir vermutlich ziemlich alt aus. Solche Kampfroboter werden gegen riesige Bestien eingesetzt. Scheint das neueste Modell zu sein. Falls wir dem mal begegnen sollten, bleibt uns nur eins. Die Flucht. Ha. Zum Glück hält er noch seinen Mittagsschlaf. Was hast du von den Shinra-Waschlappen erwartet? Die Schüsse haben sich aber erst der Gelegenheit die Flucht ergriffen. Der Sieg ist uns sicher. Genug! Nur noch ein Stück. Dieser Geruch erweckt Erinnerungen. Ja! Schlecht.
wenig Wachen da? Nee, da gab's ein bisschen mehr zu tun. Ja.